Outlawsche Grüße vom Schlawiner und vom Salpeter Piraten. Grüß dich. Hallihallöchen. Ja, wir sind hier wieder mit unseren viel zu großen Helmen unterwegs in der viel zu kleinen Aurora und gehen heute mal wieder einem Steine-Linsky-Job nach, haben wir uns gedacht. Ja, das hat ja letztes Mal nicht funktioniert und deswegen werden wir mal wieder einprobieren. Wir haben auch gesehen, dass der uns damals nicht eingefallen ist, Mana from Heaven heißt. Und der ist jetzt da, zumindest eben. Ja, so, hier, Mana from Heaven. Wird wahrscheinlich das gleiche sein. Wir müssen wieder eine Blade finden und nicht lang schnacken. Angenommen, schnacken, ne? Genau. So, ich gucke nochmal ganz kurz. 25.000 kriegen wir dafür. Ich glaube, das war für Cash and Earn auch. Genau. Und dann war da ja noch die dritte. Ne? Aber was der Unterschied ist und ob es Unterschiede gibt, keine Pläne. Wir werden es rausfinden. Hört sich gut an. So, bist du bereit? Ja, na, logisch, aber du musst mir noch scheren. Oh, da hat er recht. Hat er recht. Wollte der Schlawiner sich wieder selbst einverleihen, ne? Das gute Stück. Oh, die Kohle einverleihen. Genau, die reichlich Kohle hier. So, share. Hast du bekommen? Ja, ja. Sehr schön. Ist ja nicht selbstverständlich, ne? Nee, natürlich nicht. Unter Piraten, ne? Kann doch mal sein, dass man da irgendwie mal, ich sag jetzt mal, das nicht so rüber transferiert bekommt. So sieht's so aus, hätte. Ja. Genau. Die Brieftasche bleibt zu bei manchen Piraten. So, da müssen wir hin. Das ist irgendwo da hinten. So, wir fliegen mal Reclamation and Disposal an und dann sollte das gar nicht so weit davon weg sein. Ich habe das Gefühl, das sind immer so um die 100 Kilometer von irgendwas weg. Aber, ja. Ne, vielleicht wollte der Satellit da ja auch hinfliegen, obwohl macht eigentlich keinen Sinn, ne? Nee. So, wie viele Satelliten gibt es eigentlich auf Hörsten? Wie viele abgestürzt? 3 oder 2? Ach du Emesh, ich hab keine Ahnung, du. Das weiß ich nicht. So, oh, schauen wir mal, ob es diesmal funktioniert. Ich habe ein gutes Gefühl, aber ich habe immer ein gutes Gefühl eigentlich. Ich nicht. Doch, ich habe auch ein gutes Gefühl. Komm, dann legen wir unsere beiden Gefühle zusammen, dann ist es wenigstens neutral. Ja, stimmt. So machen wir das. So, da müssen wir hin. Das sind, wie viel sind's? Ach, hier, guck mal, 37. Ist ja easy peasy. Ist ja quasi um die Ecke, ein Katzensprung. Ich gebe Vollgas und bin sehr gespannt. Wäre übrigens ganz geil, wenn man zu diesen Satelliten fliegt, wenn da noch so andere Piraten noch rumhängen würden, ne? Die dann auch mit Schiffen kommen, wie damals in dem Trailer. Ja. Oder in dieser Live-Vorschau, die damals der Glenn gespielt hat, weißt du? Als Lorville vorgestellt wurde und so und Hurston und überhaupt und so. Okay. Habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Da wurde die Valkyrie vorgestellt und die kam dann als Liberator-Version da so reingeflogen. Oh, das Video kenne ich tatsächlich nicht. Oh, das ist gut. Das ist kein wirkliches Video, sondern das ist praktisch so eine Live-Gameplay-Vorstellung. Ah, okay. Ja, da wurde halt uns Lorville vorgestellt. Damals, zur CitizenCon war das. War geil. Oh, nicht cool. Okay. Das war, glaube ich, meine allererste CitizenCon, die ich so im Stream mitverfolgt habe. Ja. Also, der Sitko, ne? Nicht der Schlange. Ja, 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 verstehe. So, ne? der Typ. Hast du mal was von dem gehört? Vom Sitko? Ja, ich glaube, der ist gerade drauf und dran, die Overdrive-Initiative. Der macht nur noch Overdrive-Initiative. Die Xenos-Threads ein bisschen aus dem Stanton-System rauszuhalten. Ne? Die haben ja auch nichts zu verloren. Die sollen in Pyro schön bleiben. Ja, ja, hab gehört von, ne? Ja. So, da sind wir. Müsste aber ein anderer Satellit sein, wie letztes Mal. Ja, es ist auch eine andere Gegend. Genau. Und vielleicht hat der ja einen Knopf, der Satellit. Ne? Vielleicht auch nicht. Vielleicht brauchen wir auch keinen Knopf. Man weiß es nicht. Wir werden das auf alle Fälle herausfinden. Ja. So. So, und mit der 3.23, Freunde, laufen hier unten so Tiger rum. Und Enten fliegen in der Luft. Zumindest wissen wir davon. Sind das Enten? Ja, weiß ich, sie sehen aus so wie Dodos irgendwie, ne? So ein bisschen. Wie Pelikan-Dodos. Ja, Pelikane, genau. Das wäre eher so mein Ding. Wie Dodokane. Oder Podos. Ach, keine Ahnung. Pelidodo.
So, da hinten müsste der Satellit irgendwo kommen. Schauen wir mal, ob der Rauch diesmal schon da ist oder wieder zu spät reinstreamt. Ich schätze... Oh, wir sind, glaube ich, schon wieder drüber weggeflogen. Aber guck dir das mal an, wenn du jetzt nach rechts guckst, wie die Sonne so oder wie Stanton so durch die Wolken bricht, ja? Dieses Licht hier, was gerade wirft, ist echt geil, schön. Ne? Hm. Mega cool. So. Donde está el Satellitos Grandos? Ich nix Seonos. Nee, Satellitos. Ich nicht ist, nicht aus. So, warte mal. Also, da ist der Punkt. Also müsste er da irgendwo dann auf Poppen. Erscheinen. Vielleicht. So, ist natürlich nicht leicht zu sehen hier, also den ganzen Schrott hier, aber irgendwann ist er irgendwo da, irgendwann ist Rauch zu sehen. Genau. Und da ja der Server scheinbar nicht so ganz toll ist. Ja, das stimmt. Wundert es mich jetzt auch noch nicht, dass er nicht da ist. So, wir drehen hier einfach mal ein bisschen unsere Kreise. Mhm. Können ja auch mal scannen, ne? Vielleicht hilft das ja. Ja. So, einmal hier so. Quantum Drive machen wir aus. Da ist was auf 1000 Kilometern. Das kann es aber nicht sein. Was ist denn das? 1000 Kilometer da unten? Das muss ja irgendwas im Erdkern, hier im Kern sein, oder? Oh Gott. Ja. Hm. Wo ist er denn? Satellit. Hallo. Oder wir fliegen einfach mal in eine Richtung. Und ja. Dann so nach dem Motto, wir fliegen drüber. Ja, wir sind schon drüber. Also wir sind eigentlich... Sind wir schon mitten da. Komisch. Hier, der direkt ist direkt über uns, der. Aber wie heißt denn der Punkt? Der heißt Last Position. Last Radar Kontakt. Ach so, na dann schau doch mal beim Last Radar Kontakt. Dann ist er vielleicht doch hier in der Nähe. Weil hier hat er das letzte Mal gefunkt quasi, bevor er dann irgendwo eingeschlagen ist. Ja, das stimmt schon. Ja gut, dann machen wir mal ein bisschen hier, machen ein bisschen Zeit ziehen. Schauen wir mal. Ja, der ist halt auch nicht leicht zu sehen. Ja gut, er qualmt normalerweise, ne? Da sieht man es dann eigentlich halt schon. Dran. Aber wir ziehen hier einfach mal ein paar Kreise. So, schauen wir mal. Ja, und mit der 3.23 kann es dann sein, wie gesagt, dass hier unten noch ein Tiger langläuft, ne? Geil. Ja. Hab ich ja Bock drauf, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie das Verhalten der Spieler dann ist. Ob die dann wirklich immer nur irgendwie töten. Na, dreimal das zu raten. Ich glaube, ja. Ich glaube auch, ja. Aber vielleicht kann man die ja irgendwann mal domestizieren. Oh, das wäre geil, ne? Stell es mal vor, so Riddick-Style, ne? Mhm, genau. Komm mal her, mein kleiner Tiger, wir müssen da mal eine Mission erledigen. So zwei Stück an der Leine, so, oder so, die deinen Outpost dann bewachen. Ja. Boah, das würde ich gut finden. Ja, jo. Ne, dass du so wirklich, dass du die theoretisch zähmen kannst. Ne, dass ja, so, genau. Wie in anderen Spielen, so eine Art Vertrauensbalken ist, den du dann letztendlich, ja, in die eine oder die andere Richtung dann irgendwie. Der sich dann füllen muss, genau. Ja, genau. Bist du dann quasi von dem Tier als Freund oder als Chef. Ja. Ach, hörst du einen Server? Da wird bloß angezeigt, wo wir dann hin müssen, wenn wir den jetzt hier gefunden haben. Okay. Kann aber auch sein, dass das wieder so dieses Star Citizen Phänomen ist, dass man sich wieder was zurechtspinnt, was es niemals geben wird. Ja, wahrscheinlich. Das ist wahrscheinlich eine Kombination aus beiden. Oh, so. Jetzt ist der Rauch da. Da ist er, guck mal. Na gut, okay. Dann. Oh, hier. Oh, der sieht echt anders aus. Guck's mal an. Ja, ich sehe schon, ich sehe schon. Der ist richtig, der ist komplett anders. Mhm. Das ist nicht das Captain Future-Dingens. Nee. Geil. Finde ich gut. Ich Na auch. Dann, würde ich sagen, landen jetzt so. Und mal gucken, ne? Was so geht. Na klar. Wir müssen wieder TDC-XX müssen wir finden. Mhm. Ui. Was denn? Was war denn? Nee. Sehr. Nein. Nee? Okay. Das wirkte so. So voll ja, wir haben immer noch das Problem, dass wenn der Chris rausgeht, der Salpeter, ja, dass die Tür, die er benutzt, irgendwie für mich einfach zu ist und auch, also jeder hat seine Tür.
Ja, die, die ich jetzt hier zum Beispiel aufmache, für die ist für ihn zu, zum Beispiel. Genau. Ja. Ne, so und die kann ich auch weder öffnen noch schließen. Nee, hey, ne? Ist bei mir auch so. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich kann nur meine Seite öffnen und schließen. So, Access Panel, der ist diesmal da, genau. Schauen wir mal. So. Ja, aber ich glaube, hier haben wir das gleiche Problem, dass wir da einfach nicht rankommen, weil der nicht aufmachbar ist. Oder brauchen wir jetzt hier so ein, brauchen wir jetzt hier ihn? So, da wollen wir mal gucken. Halt mal drauf. So, hier irgendwo die Kontakte so wegschnupseln oder so? Ich weiß es halt nicht. Hast du den an gerade? Ja. Oh, okay, bei mir nicht. Mhm. Ah, jetzt hast du ihn angemacht, genau. Nee, jetzt habe ich ihn aus. Nee, aber ich kann hier nichts machen, du? Warte, ich guck noch mal kurz. Hoppala. Nee. Nee. Geht nichts, ne? Nee. Och, Mann. Missionen sind echt Fratze, sind die, ne? Mhm. Oder sind das hier schon diese Schlitze? Nee, kannst auch nichts machen. Ich gucke mal, ob wir noch irgendwo die andere Möglichkeit haben. Vielleicht ist das bloß der Marker, vielleicht bloß falsch, weißt du? Ich versuche mal mein Glück. Ja, ja. Guck mal, weil da oben vielleicht, wenn man von oben da rein, vielleicht ist es auf der anderen Seite, weißt du, was ich meine? Dass ja. Mhm. So, nee, da ist es nicht. Horsten Server wird uns auch schon angezeigt. Alles sehr merkwürdig. Komisch. Und in diesen komischen. In dieses Teil kommt man gar nicht rein, ne? Doch, doch, da kommst du hier rein. Hier, aber das sieht mir aber auch eher so aus, als wenn man da nicht reingehen will. Also ich vermute mal, ich werde da schön in die Struktur buggen. Also ich bin mir nicht so sicher. Okay. Aber das sieht nicht so richtig Taco aus, das Ganze hier. Also mal eine andere Frage. Hast du diese Mission schon mal gemacht, mehrmals, damals? Damals, ja. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Sehr lange her. Ich habe über Steinilinski sehr selten bekommen. Und aber normalerweise, also ich kann mich daran erinnern, dass es hier ein Panel gab, die konntest du aufmachen. Ja. Und dann waren da diese Blades drin, wie oben die. Ne? Ja, ja. Aber hier ist einfach nichts zum Aufmachen. Ne? Und es hätte ja sein können, dass sie das so erweitert haben, dass man eventuell da mit so einem Cutter da was machen muss. Weißt ja, du? Aber, ja, klar. Aber ist nicht. Hm. Ich versuche auch mal mein Glück. So, keine Ahnung, also. Bist du auch gerade am Cuttern? Ich probier's jetzt, ja. Ich muss ja einmal kurz umrüsten. Warte, bis er den jetzt hat hier. Ja, jetzt hat er den. Nee, Freunde, also keine Ahnung, die scheint wirklich komplett fratzt zu sein. Leider. Mhm. Deswegen gibt es die jetzt wahrscheinlich auch immer, weil sie keiner mehr macht. Wahrscheinlich, möglich. Ne, weil hier ist ja auch nichts, was man eben. Ja, ich vermute mal, wahrscheinlich ist die Fratze, weil sie eh nochmal eine andere Mechanik braucht. Wahrscheinlich musst du eh was aufschweißen und das ist noch nicht drin und das funktioniert alles noch nicht. Ist noch nicht umgemodelt worden. Da fehlen halt noch die Ansatzpunkte und sowas. Kann ich mir vorstellen, dass es sowas ist. Ne? Ja. Die ist wahrscheinlich einfach nur verbuggt, weil sie halt einfach noch nicht auf dem aktuellsten Stand ist. Vermute ich mal. Ne? Nur dann ist halt die Frage, ob man nicht dann sagen sollte, ja, dann nimmt halt Cloud Imperium Games die Dinge halt erstmal raus. Genau. Ist ja, warum, was sollen die gemacht? Da drinne sein? Ja, ja. Wird ja auch manchmal so gemacht, ne? Ja. Hm, na gut, dann wird das ein Satz mit X, ne? Ja, wir können ja mal gucken, ob wir die andere noch haben. Dann probieren wir die aber auch nochmal. Ja, genau. Ne? So, also, zack. Masse. Hier, Masse Cash and Earn. Ja. Accept Offer. So.
Warte mal, ich werde mal die andere schnell, abdonnen. Ich mache das auch mal. Abdonnen. So, Cash and Earn. Ich schere. Ja. Jo, wunderbar. Du, vielleicht ist sie ja sogar hier. So, habe ich die jetzt schon angenommen, oder? Ja, hast du. Ja, aber ich habe, glaube ich, glaube ich, selbst noch nicht getrackt, oder? Ach so, okay. Oder doch? Oder wie, oder was? Nee, habe ich nicht. Ja, track. So, wo müssen wir hin? 237 Kilometer. Ja, das ist nicht mal woanders, ne? Mhm. Dann würde ich sagen, ballern wir doch da mal hin. Jo. So. Ich weiß, ich habe schon gesagt, aber diese Lösung hier mit der Aurora und der Treppe und so, das finde ich klasse. Finde ich richtig gut. Ja. So, dann fliegen wir da mit dem Fußbus hin, oder? Na eben. Ja, würde ich auch sagen. Also nicht Fußbus, also wir gehen da jetzt nicht zu Fuß hin, sondern wir fliegen da jetzt so hin, ohne Quantumsprung. Ja. Vermute ich. Mal gucken. Außer da ist jetzt natürlich was. Was? Nicht wirklich, ne? 200, was haben wir da? Ja gut, da ist HDSF Calliope ist da. Ja, ich glaube, Calliope können wir doch anspringen. Doch, doch, das ist, glaube ich, noch mal ein bisschen... Da sind wir... Und das ist, glaube ich, auch nicht der Satellit, wo wir letztes Mal waren. Vielleicht haben wir ja da Glück. HDSF Calliope gibt es ja gar nicht. Du hast recht, ne? Nee. Warte, es ist HDSF Catthrope. Ah ja, die gibt's. Ja, die SF Calliope gibt's nicht. Hat er recht, hat er recht, er hat recht. So, ich werde ja auch immer belacht, wenn ich sage Calliope. Nein, es heißt Calliope. Ja auch, es heißt Calliope, genau. Genau. Genau, wie es ja auch nicht Euterpe heißt, sondern Eutepi. Oder Eutepi, genau. Deutsch das gerne. Ja, das mache ich auch. Ich spreche meistens... übrigens, mal so ein allgemeiner Hinweis an euch, die Community da draußen. Ja, wenn ich so absicht oder wenn ich englische Wörter falsch ausspreche, dann mache ich das zu 99,58% ja, absichtlich. Also ihr braucht mich dann nicht korrigieren und sagen, das spricht man so aus, das weiß ich. Nur mal so am Rande. Aber ihr könnt trotzdem was reinschreiben. Na, jedes Kommentar ist willkommen. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Das müsst ihr nicht unbedingt machen. Und man kann sogar ein Follow da lassen. Genau, ein Follow. Ja. Und ein Like kann man auch noch machen. Genau. Und die Glocke aktivieren. Genau. Nee, das musst du ja dann Englisch aussprechen. Du musst ja dann Glocke. 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 So, wunderbar. Guck mal, Last Radar-Kontakt. Jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Okay. Jetzt habe ich kein gutes Gefühl. Also wir legen dann treffen wir uns auch wieder in der Mitte, würde ich sagen. Genau. So, los geht's. Ja, das Schöne ist, auch wenn es verbuggt ist, ne, dass man verliert nichts, außer Zeit. Man gewinnt aber unheimlich viel an schönen Eindrücken, finde ich. Ja. Guckt euch das an, wie geil das alles aussieht hier. Ne? Und ich es ist leider hell, muss man sagen. Ne, das ist natürlich doof. Dunkel wäre geiler. Ja. Aber man kann nicht alles haben, ne? Nee. Aber ich wollte sagen, ich finde, zu zweit oder generell, wenn du mit Freunden spielst, ist das alles auch nicht so schlimm mit den Bugs. Ja, das ich weiß. Recht. Ja, ne? Das ist geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. Aber es ist einfach so. Ne? Genau. Und wenn du dann auch noch obendrein noch sagst, es geht dir gar nicht primär darum, was zu erreichen, sondern nur den Inhalt zu testen, dann ist es nochmal nicht mehr schlimm. Ja. Schlimm wird es immer, wenn du es machen musst oder unbedingt willst. Ja, weil du zum Beispiel jetzt, wenn man mal aus Content-Creator-Sicht das sieht, wenn man zum Beispiel sagt, man will unbedingt was zeigen jetzt, ja, und kriegt's nicht hin, weil es nicht funktioniert, dann nervt's, ne? Oder man hat ein Ziel und möchte zum Beispiel, keine Ahnung, Geld verdienen, um sich ein bestimmtes Schiff zu leisten, ja, und es geht nicht, dann nervt's auch. Aber das sind die einzigen beiden Gründe, die mir einfallen, warum es nervt. Der Rest ist wirklich, finde ich, völlig entspannt. Ja, sehe ich genauso.
Ne? Andererseits könnte man natürlich jetzt sagen, so, ja, sorry, aber jetzt hier Geld verdienen, um ein Schiff zu kaufen in der Alpha-Phase, wo es eigentlich ums Testen geht, ist sehr ambitioniert, ja. Und andererseits, und so mache ich es ja auch meistens, wenn ich was zeige und es funktioniert nicht, zeige ich es ja trotzdem, weil es nicht funktioniert. Ne? Mhm. Das ist mir ja auch immer besonders wichtig. Also was ihr hier nicht seht auf dem Kanal, auch an die Neuen, die wissen das vielleicht noch nicht, hier wird nichts verschönigt. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es knallhart gezeigt. Ne, das ist so. Na, aber das bin ich der Community einfach auch schuldig, wenn ich schon Videos mache von einem Spiel in einer Alpha-Phase, dann sollte man es auch so zeigen, wie es ist. Ne? Jo. Andererseits, oder auf der anderen Seite, würde ich auch keinen Content zusammenkriegen, wenn ich es nicht machen würde. Weil wenn ich nur zwei Sachen zeigen würde, die funktionieren, würde ich wahrscheinlich nicht ein Video in der Woche fertig kriegen. Also, ne? So. So viel dazu. Genau. So, dann haben wir den Last Radar-Kontakt. Ich denke mal, solange der, ich glaube, der springt irgendwann um, ne? Ja. Von Last Radar-Kontakt zu, hier, guck mal, hier ist Satellit. Aber ich scanne trotzdem mal zwischendurch nochmal so ein bisschen. Eben kam ja diese Rauchwolke ja wirklich sehr, sehr spät. Also ja, ja, genau. Auch an dem Server, ist einfach so. Ja, aber sie kommt ja zumindest. Ja. Na, bin ich ja mal gespannt, was das jetzt für ein Satellit hier ist. Oh. Ist auch wieder... Ach, nee. Ich dachte gerade, der liegt am Meer, aber... Das ist aber auch wieder was, wo wir noch nicht waren, oder? Ach, ja, sieht's aus. Genau. Ich glaube, den kenne ich sogar noch gar nicht hier. Es gab ja noch mal einen in der Nähe von Lorville. Den kenne ich noch. Den hier weiß ich nicht. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht. Schauen wir mal. Mal schauen, ob wir ihn schon erkennen. Ja, ich weiß aber nicht, ob der nicht reinspawnt erst. Also weißt du, dass der mit dem Rauch zusammen reinspawnt. Ich glaube ja, nicht, okay, dass der schon da ist vorher, aber... Da, oh doch, da ist er doch, oder? Hier vorne. Guck mal. Warte. Da, ja, boom. Ah. Boom, klatsch. Okay. So. Weg. Alles klar. Dann gehen wir hier mal direkt runter. Jetzt kriege ich wieder ein gutes Gefühl. Ja, oder? So. Landen. So, und stellt euch mal vor, jetzt kommen hier Tiger an. Oh, ich find's geil, ich find's geil. Oder Vögel. Vögel sind auch gut. Vögel sind auch schön. Ja. Ich bin auch immer gut zu Vögeln. Also, absolut, ja, ja. Ja, ich, ja. Stimmt, ne? So, haben wir vorhin schon gesagt, wie das wäre wohl, wenn man mit einem Schiff auf einem Planeten landet, wo Vögel sind, und dann fliegt man da durch, so aus Versehen, durch so einen Vogelschwarm, ob das was mit einem macht und ob das was mit den Vögeln macht. Stell dir vor, ihr seid hier unten irgendwie am Miner, ja, so mit dem Handminer, und dann fliegt der um so ein Raumschiff lang und dann platsch, 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 platschen halt diese ganze Vögel auf dem Boden, weil der da durchgeflogen ist. Das wäre ja abgefahren. Ja, oder stell dir mal vor, so ein Vogel fliegt durch deinen Laser und dann macht's puff. Ja. Und dann ist es vaporisiert, verstehst du? Das kann, ja. So, ach ja, okay, guck mal, das ist der Standardlaser, den wir auch hatten. Aber ich werde jetzt, bevor wir da hochgehen, erstmal ganz kurz in den Tunnel schauen, ob das jetzt genauso aussieht wie bei dem anderen oder ob da vielleicht ein Knopf da ist. Ja, okay. Einfach mal, weil es mich interessiert. Vielleicht hätte man ist auch der gleiche. Vielleicht hätte man auch diesen Knopf suchen müssen, den drücken müssen, und dann wäre der Access Panel aufgegangen. Nee. Nee, das ist auch, nee. Es war hier vorher ein Knopf. Den ja. Gab es, das weiß ich. Ne, also. Und hier hinten ist ja keiner. Das war schon da. Ah, Wunsch denn. Aber ja, vielleicht muss man auch jetzt mit dem Ding im Wert aufschweißen. Und vielleicht ist das so, ne? Komm, ja. wir gucken erstmal, ob das Ding da ist. Ja, ja, ja. Ich bin gerade dabei, hochzuklettern. Ach nee. Es gibt ja Dinge, die man aufschweißen muss. Ja. So, jetzt. Okay, den kann man so öffnen. Dann genau. Schauen wir mal. Ja gut, dann brauche ich ja nicht hoch, wenn du da schon bist. So, da sind die Blades drin. So, Restart Satellite Internal System, sagt er jetzt hier wieder. Ja, ja, aber ich muss erstmal. So, und da haben wir wieder den Salat. Carry. So. Carry. Jetzt haben wir wieder genau den Salat, den wir vorher auch schon mal hatten. So, aber dieses Mal, Freunde, haben wir ja ein Schweißgerät dabei. So. Okay, das ist der falsche. Ja, der wird nicht da sein, weil er sagt hier, ich denke mal, das ist eine Mission.
wo wir hier an diesem Satelliten erfahren, wo die Karte dann ist. Warte mal, ich kann hier noch einen anderen nehmen. Ja, aber das wird die auch nicht sein, weil er sagt ja jetzt schon hier, wir sollen den Satelliten neu starten, den Dings. Ja, und das ist der... Falsche... 470 ist auch nicht der richtige. Ha, Freunde, ist das Ding leider echt voll von Arsch, ne? So, jetzt gucken wir nochmal. Gibt es noch einen hier? Weil hier ist jetzt auch nichts, was irgendwie danach aussieht, als wenn man es auch ausschweißen kann irgendwie. Ja, natürlich jetzt überall mal draufhalten, aber... Ne, weil normalerweise, ich glaube hier, das sind glaube ich diese Kontakte hier, die hier, ja, die man so irgendwie so durchschweißen muss, wahrscheinlich. Und dann geht wahrscheinlich irgendwas auf, würde ich jetzt mal sagen. Ne, aber... Ich vermute einfach, das ist echt gerade Fratze, leider. Dann kommt man in der Steine-Linsky-Mission einfach auch nicht weiter, ne? Kommst du nicht weiter. Weil es einfach nicht geht. Ja, schade. Ne? Und das ist ja jetzt ein anderer Satellit. Und wann mal eine andere Frage. Wollen wir einfach mal... bei Steine-Linsky vorbeigucken und dem mal sagen, dass es geht hier, oder? Nee, ich habe gerade überlegt, Restart... Ich habe gerade überlegt, ob wir nicht, aber die Mission springt da nicht um. Sonst hätte ich gesagt, dann lass uns doch einfach mal eine Karte mitnehmen, ob das jetzt nur die XXX ist oder nicht. Nee, das geht nicht, das kannst du vergessen. Du musst dich komplett an die Missionsbeschreibung halten. Und wie gesagt, es ging ja mal. Ne, ich weiß es ja, ich habe es ja schon gemacht. Ne, ja. Du hattest halt hier einen Knopf, ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, der hier, den hast du gedrückt. Und dann wurde es ein anderes Piepen und dann hast du den damit neu gestartet, dann wurde es auch grün. Ne? Also ging ja alles mal. Nur es geht halt jetzt gerade nicht. Und es war mal so in irgendeiner Vorschau, glaube ich, damals auch in dieser Vorschau, wo das Glenn gezeigt hat, da musste der hier was aufschweißen. So, ne, deswegen komme ich halt auch nur drauf. So, aber hier ist halt nichts. Ne? Hier ist weder was zum Aufschweißen noch irgendwas anderes, was man hier machen kann. Hui, Graffiti! Naja, gut, okay. Das ist einfach leider nicht machbar. Schade, Marmelade. Absolut. So, dann können Paul die Dinger hier nicht mehr. Ich glaube, hier waren so Kontakte zwischen, hier, ne? Und die konntest du dann aufschweißen und dann ging irgendwas auf, glaube ich, und dann konntest du da einen Knopf drücken. So war das zumindest ursprünglich mal. Und ich denke mal, so wird es auch wieder kommen. Ich glaube, die ist halt, wie gesagt, einfach Fratze, die Mission. Aber das wissen wir jetzt, Freunde. Ihr wisst das auch und müsst die gar nicht erst machen. Könnt ihr euch sparen, den Ärger. So. Und ich würde sagen, das hat sich doch gelohnt für diese Mission. Und deswegen verabschieden wir uns hier an der Stelle, Freunde. Steine-Linsky lassen wir mal außen vor. Ich denke mal, wir wechseln hier nochmal den Server. Weil der ist es wirklich, das ist ein Beam-Kamerad-Server. Ja, da, zack, weg ist er wieder, ne? Wo ist er jetzt? Ah, da ist er, guck mal. So, ja. Ich geh jetzt, ne? So, du. Ja. Und weg Hallöchen. Ist er. Schwubbeldiwub. Ja, gut. Ja, und wir verabschieden uns, ne? Sei wieder Pirat, vielen Dank. Tschüss. Und wir ziehen weiter und ihr seid natürlich in der nächsten Episode wieder mit dabei. Es kann sein, dass irgendwann natürlich die 3.23 kommt, ne? Dann gibt's wieder jeden Tag Content. Wir geben richtig Gas, die Inhalte, ne? Das machen wir nicht mit den beiden Charakteren hier. Das werde ich wahrscheinlich überwiegend alleine machen, wenn der Headless Chris, den muss ich dann mal fragen, ob er da Bock drauf hat, mit dabei sein will, kann das natürlich machen, aber bei den PTU-Folgen muss ich natürlich immer sehen, dadurch, dass ich jeden Tag Content raushauen müsste, wie ich das zeitlich hinkriege, entweder passt es dann beim Chris oder nicht, er hat Bock oder nicht, werden wir sehen, aber da, wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, ist, wenn dann noch Salpeter und Schlawiner-Folgen übrig sind, ja, dann habe ich das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich die dann in die Tonne gehauen habe, weil keiner ja mehr den alten Patch-Kram sehen wollte. Dieses Mal werde ich es aber so machen, dass ich es dann einfach raushaue. Ne? Mal gucken. Vielleicht jeden Tag dann noch eine zusätzliche Schlawiner und Salpeter-Piratenfolge zusätzlich. Wäre ja schade, wenn es dann weg ist. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst, weil ich ja nicht von einem Tag auf einen anderen Tag produziere, sondern immer im Voraus und manchmal auch 2 Wochen im Voraus. Und wenn dann wirklich ein Pitch kommt, dann wäre es halt schade, wenn die Sachen dann weg sind.
Gut, Freunde der Volksmusik. Dann würde ich sagen, fliegen wir weiter. Und fliegen anderen Abenteuern entgegen, oder? Genau, so machen wir das. So, aber erstmal gucke ich ganz kurz, was das hier ist. Ich habe was auf dem Radar. Oh, der Headless Chris hat mir gerade eine WhatsApp geschrieben. Da hat er gesagt, er wäre auf alle Fälle sehr gerne mit dabei. Ah ja, oh, hier bei den PTU-Patches. Ui, was ist das denn? Schön. Ja, ich habe was auf dem Radar gehabt, nämlich. Das schauen wir uns natürlich selbstverständlich noch an. Das ist eine abgestürzte Cutlass und da sind zwei Kisten drin, Freunde. Na dann. Da sind wir natürlich jetzt, ne? Kriegen wir doch noch Geld raus. Und du hast den Dachausstieg genommen, ja? Nee, ich bin normal rausgekommen. Nee, okay, alles klar. So, hast du ein Traktorbeam dabei? Ich habe nur einen Cutter dabei. Aber natürlich doch. So, wollen wir mal gucken, was das ist. Da bin ich ja mal gespannt hier. Ist das eine NPC? Das könnte möglich sein, ja. Ui. Oh, hier. Ware. Oh. Kommt, die nehmen wir mal mit. Ja, auf jeden. Ja, nimm die dicke Kiste mit. Ich glaube, die andere kriegen wir nicht. Also, wir kriegen nicht alles mit, glaube ich, oder? Nee, warte mal gucken. Was haben wir denn hier? Quantainum, ich werd verrückt. Nein! Ich werd verrückt. So, nimm mal eins. Pass mal auf, wisst ihr, was wir machen? Hä? Ich bleib jetzt hier stehen und du verkaufst... Ah, nee, anderes Quarz. Ach so, ja. Ja, komm. Ja, Quarz. So, dann pack runter da. Wenn ich jetzt ja gesagt, wenn es jetzt beides gewesen wäre, weißt du, was ich meine? Dann hätten wir es abgeholt, ja klar. Wie ist denn das jetzt? Das Quantainum, das ist, das ist schon raffineriert, oder? Das ist jetzt nicht exklusiv, ne? Nee, das kannst du ganz normal verkaufen. Boah, geil, Freunde! Jackpot! Da hat uns der der Gott Steinelinski, hat uns dann noch belohnt. Ja, der hat gesagt, Mensch, ihr wart so tapfer. Kriegen wir das doppelte Ding da unter? Ja, ne? Ja, klar, da kriegen wir ja drei drunter. Also, so. Na, jetzt muss ich mal kurz gucken, wie wir das am besten und schnappelt er, oder? Ah ja, ich muss erstmal den ordentlich drehen. So, jetzt. Oh, da, und zack. Oh yeah, baby. Oh, wir hätten sogar noch einen kleinen dritten dazu gekriegt. Ja, ich weiß, aber leider haben wir den ja nicht. Geil, dann los. Das machen wir natürlich noch, Freunde, jetzt. Okay. Ich überlege gerade. Pass mal auf, weißt du, was wir machen? Ha? Geh mal rein. Pass auf, Ich bin drin. Ja, okay, warte mal. Ich hab eine Idee. Wir versuchen mal was. Weißt du, das ist total bescheuert? Das geht, glaube ich, nicht. Du weißt ja nicht, was ich machen will. Du willst versuchen, da hinten noch in dieses eine Ding zu klemmen, oder? Nee, ich gehe jetzt rein. So, und ich versuche das Ding mal denn hier in die Tür reinzumachen. Huch! Warte. Weia. Nee, mach uns hier nicht unglücklich. Nicht, dass wir hier, ne? Quatsch. Nee, wir versuchen mal unser Glück. Warte. So. Mal gucken. Durch die geschlossene Tür willst du das jetzt machen? Nee, bei mir ist sie ja offen. Aber ist doch Quarz. Was ist das mit Quarz? Passt auch nicht. Schmeiß weg den Müll. So. Okay. Gut. Der Peter liegt. Dann gehen wir Gas, oder? Geil, Alter. Siehst du, man sollte immer mal gucken, was das für ein Signal ist auf dem Radar, ne? Weil ich dachte nämlich zuerst, ich gucke nicht, weil das doch bestimmt mein Kram ist. Oh, hier voll der geile Krater hier, guck mal. Mhm. Der sieht aber auch geil aus. Ja. Ne? Hier könnte ich mir vorstellen, wie lebt dann so ein Jaguar. So, weißt du? Ja, und zieht seine Kinder groß. Ja, und schleppt hier seine Beute rein und dann liegen hier so Skelette und so. Ne, und darunter wohnt er dann da unten. Ach, geil, ich freue mich da so drauf. So, los geht's. Wo verkaufen wir das denn jetzt? Bei einem TDD. Bei einem TDD, okay. Das heißt, wir fliegen jetzt nach Lorville runter, oder was? Lorville, genau. Na gut, dann machen wir das. Fliegen wir nach Lorville und krieg ich da mit zwei Crimestead einen Landeplatz? Ja, ne? Zwei Crimestead geht noch, ne? Weil Crimestead ist in Ordnung, ja. Sehr schön, Freunde. Geile Sache. Wenn nicht, dann landen wir wieder draußen. An den Gates, weißt du? Ja, da habe ich Sorge, dass das dann irgendwie weg ist. Ach so. So, also dass das dann irgendwer klaut, so vielleicht. Hm. Na komm, wir versuchen es erstmal. Kriegen wir hin. Ansonsten bleibst du da und verteidigst. So bis aus Blut. Ja. Mit dem Spock-Griff. Genau. So,
Was schön ist, wir können direkt springen von hier, wenn wir dann aus der Atmosphäre raus sind. So. Einmal Lorville finden. Wo ist es? Wo ist es? Und im Dunkeln, endlich. Ist im Dunkeln, ne? Nee, ist es nicht. Oh, nee, oh, nee. Mann. Oh, Scheiße, ey. Aber merkst du, funktioniert, ne? Was funktioniert? Ist dir aufgefallen? Wir sind in letzter Zeit fast nicht mehr im Dunkeln. Ja, ja, ja. Das, diese umgedrehte Psychologie hat funktioniert. Ja, hat funktioniert. Deswegen müssen wir weitermachen, Ah, ja, scheiß ja. Hell. Helles Mist. Oh, hell ist richtig kacke. Oh, schon wieder. Oh, hier, zuppeln. Oh, zuppeln ist super. Ja, das finde ich auch. Ne? Richtig gut. Ich finde, es sollte immer zuppeln. Ja, dann fühlt man sich auch gleich. Ja, genau. Das ist passt das hin. Genau. Ja, ja. Keiner braucht hier flüssiges Gameplay. Das ist ja. Nee. Kannst du knicken. So, dann scannen wir mal. Dann sehen wir nämlich auch, wo wir uns zu Lorville befinden. Wo ist der Tower? Da, war das der Tower da vorne? So, was haben wir denn das? A Financial Windfall. Was ist das denn? Gute Frage, weiß ich nicht, aber... Hast du bekommen, oder? Ja, habe ich bekommen. Aber übrigens, eine Retrieval Obister. Ich nehme die mal an, ne? Aber brauchen wir noch nicht, haben wir doch in der letzten Folge gemacht. Ja, aber wir können ja eine neue machen. Ja, aber haben wir ja letzte Folge alles schon durch. Okay, alles klar. Ne? Gut. So, aber wir gucken trotzdem mal, was was habe ich gesagt? Wie hieß es? Final Windfall. Auch Clovis Danieli, aber der kann mich mal quer am, ne? Dingsy ja, Bumsy, am Bärenbauchnabel lutschen. Der, ja. Der Lutscher. Ich sehe auch so, aber das ist dann schon die vierte Mission von dem, die anders heißt. Ja, ist aber immer wieder das Blade XX, ne? Ja, ja, ist immer das gleiche hier, Satellit und Dingsy. Und ich denke mal, das wird auch immer wieder Restart Satellit sein, denke ich mal. Und das, ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach, das Ding ist einfach kaputt. So, warum kommen wir denn hier nicht näher? Warum muss ich denn Gas geben hier? Oh, jetzt hat es mich gemault. Ja, ich gebe auch richtig Gas hier gerade. So, was will er jetzt hier? Proximity Warning? Ist es so nah dran? Weiß ich nicht. Nein, nicht. So, ich glaube, wenn ich hier keinen Landeplatz kriege, dann sagt er mir das auch, ne? Dann sagt er mir, sorry. Ja, ja, genau. Ja. So, jetzt könnte ich theoretisch. Ich frag mal an. Mhm. Ah ja. Geht. Mit dem Zweier noch. Ja. Ja, mit dem Zweier ist man noch gut unterwegs. Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da warst du mit dem Einer schon, mit einem halben Fuß in Clasher. Ja. Ne, das haben sie ja zum Glück geändert, dass sie, das ist auch gefährlich, ne? Direkt in einer Linie mit dem Schild. Nicht aufpassen. Da hast du irgendwie einen nur schräg angeguckt, hast einen Einer Crimeset gekriegt und schon warst du zum Abschuss freigegeben. Das haben sie ja zum Glück geändert. Und die Lösung finde ich auch super, so. Ja. Ne? Also ich finde, vogelfrei. Ich finde, es ist sehr, sehr selten bis gar nicht noch der Fall, zumindest bei mir vom Gefühl her, dass man unschuldig nach Clasher kommt. Wie es mal der Fall war früher. Da gebe ich dir recht. Ne, meistens ist es dann wirklich schon ja, schlimmeres Delikt. Das Einzige, was manchmal noch ist, dass du halt einen Zivilisten, wenn du einen Bunker machst, einen Zivilisten aufgrund des Desings. Das stimmt. Aber ansonsten kommst du eigentlich nur noch da rein, wenn du wirklich bewusst Leute killst. So, und jetzt müssen wir jetzt in die hier zum Konstantin oder müssen wir. Ja. Da müssen wir hin, ja? Ja. Wir müssen Bahn fahren. Okay. Also wir müssen nicht da zu dem Admin Office. Mhm. Okay. So, bin ich ja mal gespannt, was wir dafür kriegen, ey. Das ist natürlich echt eine schöne Sache. So, kommst du? Du bist wahrscheinlich schon am Fahrstuhl, na, ne? Na, fast. Ja, ich bin in der Ecke. Ja, okay, da war ich auch. Dann gehe ich zum... Ah, okay. Oh Mann. Ja, es ist schlimm. Es ist irgendwie schlimmer geworden wieder, ne? Hat man das Gefühl. Ja, ja, absolut.
Aber es ist komischerweise, finde ich, nur zu Fuß so, ne? Mit Raumschiffen ist dieser Diesing gar nicht. Ja, zumindest fällt er da eben nicht so auf, ja, du hast recht. Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Vielleicht fällt er auch nie auf. Aber dieses Gezuppel ist mit Raumschiffen einfach auch nicht. Raumschiffe von Freunden oder Kumpels oder so fliegen immer straight. Die sind nie, die bleiben nie stehen oder springen oder sowas alles. Ne? Ob das jetzt wirklich das Raumschiff genau da ist, wie man sieht, das kann man natürlich nicht beurteilen, außer man fliegt zu dicht aneinander und explodiert und wundert sich warum. Ja? Aber zumindest ist dieses Rumgezuppel und Gestehen mit den Raumschiffen nicht. Also irgendwo muss es da nochmal einen Unterschied geben, weil das gab es nämlich mal. Es gab das, oh hier, er winkt durch. Hast du gesehen? Ja. Das gab es mal, dass die Raumschiffe gezuppelt haben. Ne, das ist aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr da. So. Und steht die Bahn da? Nee. Nee. So, dann werden wir uns mal gleich hier der Mission entledigen da hinten, damit wir nicht die ganze Zeit schlechte Laune haben hier. Also, weg damit. Aber wir kriegen aber auch kein Dings dafür, habe ich gerade gesehen, ne? Keine Negativreputation. Das ist ja eigentlich auch gut. Kriegen wir nicht? Nö, bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Keine Negativreputation. Doch. Dann geh mal bei oben bei Contacts rein. Also bei Steinelinski habe ich aber. Bei View Contacts meinst du jetzt oder was? Du gehst bei den Delphi, in den Delphi rein? Ja. Bist du? Oh ja, oh. Ne? Ne? Oh, ja, stimmt, hast recht. Da sind wir schon. Da sind wir schon ordentlich im roten Bereich hier. Findet das uncool, ja. Ja, ja. Er soll sich mal. Ne? Kann er ja selber mal machen und mal gucken. Genau. Ne? Create a better world. Yes. Ah, du hast eine schöne FS9 gefunden, oder ist das eine Schrote? Nee, ist leider eine Schrote. Ach so, eine Schrote, okay. Ah, weiß nicht, Schrote? Ich bin kein Schrotflintentyp, ne? Ich weiß auch nicht. War ich noch nie. Ich habe sie einfach mitgenommen, weil es gab nichts anderes. Ja, okay. Das Einzige, wo ich, glaube ich, mal längere Zeit mal Schrotflinten benutzt habe, war Borderlands. Aber da waren die teilweise ziemlich geil. Gerade auch so in Höhlen und so. War noch nie. Aber sonst nie Schrotflinten. Naja. Man nimmt sie ja zwangsläufig, wenn man im Arena Commander mal so einen, weiß ich nicht, Gunrush macht oder sowas. Ja, und ich finde die dann schon immer doof. Ja. Aber gut. Na klar. War ja klar. Wollte immer so cool laufen und rennen natürlich gegen die Scheibe. Wäre ganz geil, wenn das jetzt so Teng gemacht hätte, weißt du? Donk, genau. Donk. Aber er gibt uns immer noch weiterhin, will er uns die Aufgaben geben hier. Der Steinelinski, ne? Ja, klar. Ja, also das muss man zugeben. Also man ist im roten Bereich, kriegt trotzdem die ganze Zeit die Aufgaben. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ob das richtig ist, ehrlich gesagt. Ja. Weil normalerweise dauern die dann länger. Also man kriegt sie zwar, aber dann, naja. Muss ja jetzt eher mal ein, zwei Nächte drüber schlafen wahrscheinlich, ne? Motto. So, hier stehen echt viele Wachen rum. Standen die schon immer hier so oft und viel? Ja. Echt? Okay. Ja. Guck mal. So, dann schauen wir doch mal, was wir da verdienen, oder? Ja, bitte. So, was haben wir denn jetzt hier? Cell. Aurora Essential. Quantainum. Volle Pulle hier, komm her. Hallo. So. 5000. Nee, 2500. 2500, ne? Ja. Nein, Quatsch. 50.000. 50.000. Nein, 50.000. Also 50,30. Du bist mir ein Typ, ey. 50.000. So, ich verkaufe und werde dir dann 25.000 überweisen. Sind übrigens zwei SCU, aber ist ja klar. Ja. Ne, ein beschenkten Maul. Das ist übrigens ist das genau das, was wir verdient hätten für die Steinelinski-Mission. Aber letztendlich hätten wir uns das doch geteilt. Ja. Ne? So. Ja, Mensch. So, dann überweise ich dir das noch schnell.
Mach das mal. Damit das hier natürlich auch alles seinen richtigen Werdegang hat, damit wir uns dann irgendwann natürlich auch noch die Cutlass leisten können, ne? Ja, ja. So, 25.000 und puff, da hast du. Danke. Juhu. So, und wir verabschieden uns und sehen uns im nächsten Abenteuer wieder. Und der Schlawiner und der Salpeter-Pirat sagen tschüss. Genau. Tschüss. Ciao. So, was ist mit dem da? Komm, den knöpfen wir uns jetzt vor hier.